darf euch alle recht herzlich begrüßen. Insbesondere begrüßen möchte die Christine Berger, unsere Nachtwächterin, die uns jetzt heute durch die malerischen Gassen durch Stein führen wird. Ich kenne das auch noch nicht, ich bin abgespannt. Wir stehen ja jetzt da vor dem Bremsertor in Stein. Und weiter weiß ich auch nicht viel. Also ich lasse mich überraschen, wir haben voriges Jahr das gemacht in Krems am Steilertor. Sind mit dem Bertl Nachtwächter marschiert. Ja. Hm? Auch eine super, wer mit war, kann sich vielleicht noch erinnern. War eine sehr schöne Nachtwanderung. Leider war es schon ein bisschen kalt. Jetzt habe ich gesagt, ja, morgen ist ein wenig früher. Sehr gut, danke. Und dass man da ein bisschen Zeit hat, dann am Schürerplatz am Ende, da ist was aufgebaut, ein bisschen trinken und essen, dass man ein bisschen plaudern können noch. Ich sollte nicht dann der Vorredner, bleiben wir noch ein bisschen da. Danke nochmal, dass ihr alle gekommen seid, freut mich. Und ich glaube, jetzt gebe ich das Wort an die Christine und die wird uns alles weiter sagen. Danke nochmal. Ich sage mal danke. Ja. Danke. So, ich glaube, einige kennen mich und wenn nicht, den werden wir schon kennenlernen. Im richtigen Leben bin ich die Christine, bin Fremdenführerin, bin Reiseleiterin vom Beruf und ich führe schon 25 Jahre in der Stadt und da gibt es einfach viel zu entdecken, von der Altstadt in Krems, die Kaufmannstadt, das barocke Ensemble. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich als Stahner, mein Herz schlägt für Stein und mir gefällt immer, wenn wir Gruppen haben, die wir durch Stein führen dürfen. Und ja, ich werde jetzt euch eine nächtliche Führung geben. Das ist jetzt keine klassische Stadtführung, die ich sonst mache. Ja? Mhm. Und die schon mit mir in Krems mit waren, das sind andere Sachen, keine Angst. Ja, das sind ein, zwei Überschneidungen, die dazugehören zum Nachtwächterleben. Aber das ist immer wichtig, dass ich das sage, beziehungsweise wir haben so viel Geschichte, man kann so viele Runden gehen, da wird einem nicht langweilig, man entdeckt immer alles. Aber bis jetzt war ich gerade noch die Christine und jetzt bin ich nur mehr der Nachtwächter. Ja? Leute, lasst euch sagen, unsere Uhr hat kurz nach 8 geschlagen. Gebt gut Acht auf Feuer und Licht, dass in der Stadt kein Schaden ausbricht. Menschenwache kann nicht schützen. Gott muss wachen. Gott muss schützen. Herr in deiner Güte und Macht, bescher uns eine ruhige Nacht. Ja. So haben allabendlich die deutschsprachigen Nachtwächter ihre Stundenrufe gerufen, teilweise gesungen, das erspare ich. Es ist nicht so schön. Und wer aufgepasst hat, der hat gehört, gebt gut Acht auf Feuer und Licht, dass in der Stadt kein Schaden ausbricht. Es geht um die Gefahr des Feuers. Das ist mein Berufsstand. Ich bin eigentlich ein richtiger Feuerwehrmann. Ist er vorher keine Feuerwehr? Ja, genug kann man tun. Die Feuerwehr wurde ja erst zur Mitte des 19. Jahrhunderts schon langsam irgendwie organisiert. Aber zuvor waren diese Nachtwächter, die Torwächter, die Turmwächter, die wichtigen Leute, die die Sicherheit in der Stadt nächtens vor allem gewahrt haben. Wir können uns ja das heute Gott sei Dank nicht mehr vorstellen, ja? Aber jetzt sagen wir uns ehrlich, am Abend legen wir uns nieder, ohne recht viel nachzudenken. Vielleicht über das Programm, was wir sehen haben. Ja? Aber nicht, ob der Nachtwächter munter ist und ob man vielleicht den Herd vergessen hat zum Abdrehen und so. Also diese Ängste sind verschoben. Wir haben heute andere Sorgen, was der Mensch vor 300, 400, 500 Jahren gehabt hat. Bis 1873, wissen wir, ist der letzte Nachtwächter hier in Stein gegangen. Richtiger Nachtwächter. Haben wir Dokumente. Wir haben aber nicht nur einen Nachtwächter gehabt. Die Stadt war viel zu groß. Wir haben zwei, drei Nachtwächter hier in Stein gehabt. Ja. Stein ist eher länglich. Ja. Wir werden es dann sehen. Wir werden heute auch nicht so die klassische alte Straße hier herunter gehen, sondern wir treiben uns da eher wo herum, wo ich mich herumtreibe. In den hinteren Gassen. Ja. Da haben wir ein bisschen einen besseren Überblick. Und Krems war immer um eine Spur größer, speziell nach 1800, da gab es eine große Bevölkerungsexplosion. Da gingen 4 bis 5 Nachtwächter. Gut, und da stehen wir vom Kremser Tor
Jetzt muss man sich mal vorstellen, da oben ist das berühmte Äspelstein. Die Steiner und die Grenze. 1463 bekamen wir das Stadtwappen. Übrigens, da oben. Und dieses Wappen wurde ja 1463 der Stadt verliehen von Friedrich III. Aber ein kleiner Unterschied musste doch sein zwischen Krems und Stein. Das Wappen ist gleich. Die Steiner haben halt S für Stein. Übrigens ein zu spät kommender. Vielleicht der Erich, der eine Gspuse gehabt hat draußen. Weiß man. Weiß man? Kann auch eine andere Ausrede sein. Hat vielleicht zu nächtlicher Stunde noch angepocht und gebeten um Einlass. Ja? Und daher kommt, er hat es vorher nämlich schon gesagt, die berühmte Torschlusspanik. Ja? Vor ein paar Jahren war dieser Spruch noch aktuell, jetzt wird er schon unmodern. Gell? Wenn ein 40-Jähriger noch nicht verheiratet ist, ist das heute eigentlich egal. Ja? Aber an sich ist Torschlusspanik eben vom Schließen der Stadttore. Gut, ganz wichtig einmal, wie schaue ich aus? Also, ein Nachtwächter hat klassischerweise eine Hellebarde gehabt. Das ist eine alte Stabwaffe, geht auf das 10. Jahrhundert zurück. Ja? Und es war eigentlich dafür gedacht, dass man seinen Feind, können Sie Blut sehen? Das eigene? Gut, passt. dass man den Feind ja, schon ein paar Meter vorher verletzen konnte. Wir reden da von einer Erfindung vom 10. Jahrhundert, weil man hat damals mit kurzen Waffen, mit Dolchen, mit Schwertern kämpft. Ja. Das war aber nur mit der Reiche. Der normale Mensch hat mit einem Dreschflegel gehabt oder irgendwas Kleineres. Ja. Das ist eben der Stab, die Waffe drauf. Und der Nachtwächter hat es deswegen, nicht weil er so viel kämpft, sondern weil dieser Haken hier, der hat sich als praktisch erwiesen. Im 10. Jahrhundert waren ja die Häuser noch nicht so hoch. Die waren ja nicht einmal einen Stock hoch. Alles war noch aus Holzschindeln ja, gedeckt. Und wenn es brannte, konnte man so ähnlich wie bei der Feuerwehr, eben wieder mit einem Feuerhaken, ja, daher kommt das Ganze, ja, hat man das runterreißen können und mit einem Glück Feuerbotschen, das ist noch ein Begriff, man hat früher auch so Stecken gehabt mit lederne Lappen drauf, ja, und hat es ausgelöscht. Das waren so die Anfänge. Ja. Funktioniert hat das Gesang so viel. Aber es hat einem eine Sicherheit gegeben. Und das andere war, der Ettenau hat es gesagt, am Abend, gell, war es letztes Jahr ein bisschen zu kalt schon. Jetzt fangen wir früher an. Aber der Nachtwächter geht ja die Nacht durch. Wenn es kalt ist und finster, dann lernst du natürlich gerne mal irgendwo an. Ja. Das heißt, es ist psychologisch ganz praktisch gewesen. Ja. Oder hinterm Busch raschelt's. Dann kannst du mal eine stechen, zur Sicherheit. Genau. Also, wie gesagt, man muss sich vorstellen, in der Nacht schaut alles anders aus. Wir haben keine Beleuchtung gehabt bis vor 1870, da gab es die ersten Gaslaternen. Vorweg gab es ein paar Laternen. Das haben aber komischerweise bei uns nicht die Nachtwächter angezündet, sondern die Leute, die vor diesem Haus gewohnt haben, offensichtlich. Ja. Das war aber in absehbaren Abständen, ja, dass man irgendwo eine Laterne war. Ja, mit einer Kerzen, das hat genau nur einen gewissen Hinweis gegeben, aber keine Beleuchtung. Das heißt, in der Nacht war es kalt, es war finster und dementsprechend war man froh, wenn man so eine Bewaffnung gehabt hat. Die ganze Mauer war geschlossen. Am Abend wurden die Nachttore hier geschlossen, die Stadtmauer, ja, und ehrbare Leute sind um diese Stunde schon nach Hause gegangen und haben sich nicht mehr herumgetrieben. Aber heute machen wir es anders, heute gehen wir noch ein bisschen zurück. Ich gehe absichtlich jetzt bei der Runde auf, außerdem weiß ich ja, wo sie hinter sein soll. Ja. Das Schöne ist ja oben das Rebentor, das alte Stadttor, dass wir da über den Frauenberg rüberkommen, ja, dass wir dann punktgenau zum Schürerplatz hinkommen. Und ich bin halt da als Kind überall gewesen. Für mich ist das, obwohl ich schon so oft gesehen habe, keine Besonderheit, es ist etwas Besonderes. Für mich ist Stein ein unheimlich schönes Juwel. Ja. Diese alten Häuser, und das sieht man nämlich hier, das ist jetzt die Außenseite von der alten Göttweigerhof-Kapelle.
Der Göttweiger Hof ist ein alter Wirtschaftshof und ich bleibe bewusst hier stehen, dass man sieht, hier wurde auch ein Tor geschlossen. Und wenn wir dann oben übers Wiener Tor rausgehen, dann wird man wieder sehen, da war ein eigenes Stadttor. Also nicht nur diese klassischen Stadttore von einem Kremser Tor oder Linzer Tor, ich fasse das jetzt einmal so zusammen, sondern auch diese Wirtschaftshöfe. Gut, das ist dann zugesperrt worden, da gab es immer einen Torwächter. Der eine oder andere war vielleicht schon mal im arabischen Raum, hat schon mal eine Karawanserei gesehen. Man hat es vielleicht schon mal gehört. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Dieses Gefühl, ja, da ist man da mit die Rösser reingekommen, ja, da hat es Ziegen gegeben, ja, Schafe haben die Leute gehabt, ja, und es war wie ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, ja, und die Bauern haben hier Abgabe zahlen müssen, man weiß hier vom Göttweiger Hof, das waren 300 abgabepflichtige, ja, Leute, ja, und die haben hier Abgabe gegeben. Und der Verwalter war ein Stiftshofmeister, so hat er genannt. Und der war von Göttweig um und der hat hier seine Kapelle gehabt. Ja? Und das Interessante war, der konnte natürlich von dort oben immer in den Bereich reinschauen und vor allem auch in den drüberen Bereich. Und das sieht man hier, da ist nochmals eine Toreinfahrt. Vermutlich hat man hier zusperren können und drüben auch noch einmal. Sicherheit war immer ganz wichtig. Und da war viel natürlich auch zum Stehlen hier in diesen Gegenden. Ja. So, also dieser Platz ist sehr bekannt, da geht man ganz gern durch, auch oft einmal vom Friedhof runtergeht. Ja. Und da geht man so durch. Ich habe viele Leute, die oft zu mir sagen, Christine, ich habe gar nicht gewusst, dass da oben eine Kapelle ist mit Malereien, Fresken aus dem 14. Jahrhundert, frühen 14. Jahrhundert. Ist ein bedeutendes Juwel hier in der Stadt. Ja. Und das schließt hier gleich an den Kindergarten. Früher war das ein Kindergarten, der von Klosterschwestern geführt wurde. Bis heute ein Kindergarten, wirklich ein sehr guter Kindergarten für meine Begriffe. Erstens kindgerecht ohne Ende. Ja. Ein Nachtwächter hat von dem nur träumen können. Wir haben sowas überhaupt nicht gekannt. Ja. Der Nachtwächter war ein unehrenhafter Berufsstand. Das bedeutet, man hat eigentlich den Beruf nicht gewertet als was Besonderes. Ja? Und ich war auf einer Ebene mit dem Henker oder mit dem Abdecker zum Beispiel. Der Abdecker war der, der die Viecher, die verendet sind, in einer Stadt entsorgen musste. Man hat nämlich den Gedanken gehabt, wenn eine Kuh oder was ja, verendet, ohne einen wesentlichen Grund, da muss der Teufel seine Finger mit dem Spiel haben. Und darum wollte man dieses Tier nicht angreifen. Hat aber vielleicht die Ziegenhirtin Anneliese, ja, die Lieblingsziege, verloren. Ja, und greift es vielleicht doch noch vor lauter Kummer an. Ja. Dann hat man geglaubt, dass sie auch verflucht ist. Das können wir aber ganz leicht lösen. Wir gehen einfach zum Pfarrer mit einem gewissen Kreuzerl. Geht das schon wieder. Und der Herr schaut mir recht lustig aus. Das probiere ich einmal. Okay. Muss ich aufpassen. Ich muss mich ja langsam an den Gruppen herantasten. Hast du auch noch vom Tuten und vom Blosen? Kein braver Mann geht nächtens aus. Wenn Frau und Kinder warten zu Hause. Ein kleines Nochmal, dann ins Bett und früh raus zur Arbeit. So war er zurecht. Die Stundenrufe konnten auch ein bisschen witzig sein. Aber ich sag's jetzt ehrlich, da gibt's eine interessante Geschichte. Die erzähle ich immer bei meinen Nachtwächterführungen, weil dann versteht man diese Stundenrufe. Eine Frage. Wer weiß, wie heißt die Straße? Ich habe euch damals auch gefragt. Zwischen dem Stadtpark und dem Gericht in Krems. Wichnerstraße. Genau. Richtig. Im Feldkirch von der Stadt bis zum Bahnhof heißt ja. Wichnerstraße. Wer weiß, was der. Wer war das? Professor am Gymnasium. Genau. Der war ein Professor bei uns in der Piristenschule, war ein Vorarlberger, kam nach Krems vor über 100 Jahren, also im 19. Jahrhundert hat er gelebt. Und der hat diese letzten Handwerker, also diese letzten Nachtwächter
noch erlebt. Und irgendwie ist ihm aufgefallen, in dem Dorf heißt es, Aki brauchen wir die nicht mehr. Jetzt kommen diese Feuerwehrleute. Ne? Ah, dort brauchen wir die auch nicht mehr. Ah, und das hat er bemerkt. Und er hat aber noch immer diese Stundenrufe gehört. Und irgendwann hat er sich gedacht, das schreibe ich mal auf. Und dann hat er doch ein bisschen schon was beisammen gehabt. Ja. Und dann hat er selbst nach Deutschland Briefe geschickt, nach Hamburg, nach Bamberg, überall hin. Und hat eine große Sammlung von diesen Stundenrufen gemacht. Ja. Und er wurde dann eben als Volkskundler, also er hat er eben seine Anerkennung dann, oder wie sagt man, seine Ehre erlangt. Daher haben wir die Josef-Wichner-Straße. Und interessanterweise, wir haben ein großes Buch von dem Josef Wichner. Das ist der einzige, der allereinzige im ganzen deutschsprachigen Raum, also von der Schweiz angefangen bis Deutschland überall hin, der alle Stundenrufe gesammelt hat. Das ist das Wiedner Tor hier. Man muss sich vorstellen, vor nicht einmal 100 Jahren, ja. Da drinnen in dem Tor, da gab es eine Werkstatt, drüben vom Fasselbinder, vom Bauer. Das war eine der Elternwerkstätten hier. Ja. Da drinnen, viele kennen noch die Bilder, ja. Da waren einfache Wohnungen, andere Werkstätten noch. Ja. Unten beim Graben, da auf der Seite, wo der kleine Spielplatz ist, wo das kleine Schachspiel ist, ja, da sieht man noch diesen Rest dieser Verteidigungsanlage von Stein. Und wir sind hier in der glücklichen Lage, dass wir fast einen Kilometer Stadtmauer haben. Ich habe mir das nämlich einmal zum Spaß ausgemessen, weil ich mir denke, ich bin ja sehr oft im Ausland, ja? Und da wird alles immer so, boah, da gibt es eine Stadt mit Stadtmauer und hin und her. Und ich denke mir, ja, eigentlich Stein, wir haben ganz schön viel Stadtmauer noch hier. Und das war der Stadtgraben bis hinauf. Und bis hinunter zum Zug, ja, und in den Häusern ist immer wieder ein bisschen ein Stadtverbund. Wir kommen auf einen Kilometer, weil vom Linzer Tor, also Linzer Tor bis zum Kremser Tor, ist es auch ein Kilometer. Gut, hier gab es eine Brücke, ursprünglich war früher hier eine Zug, so eine Ziehbrücke, und hier heraus, das war alles nur Weideplatz. Man muss sich vorstellen, die Steiner, die Kremser, fast jeder Zweite hat Tiere gehabt. Man war ja Selbstversorger. Was hätte man denn machen sollen? Und es war über Jahrhunderte hier Verbot, dass man hier diesen Platz hier verbaut hat. Das erste Gebäude, was in diesem Feld stehen durfte, das war das Kloster Und. Das war für die Gegenreformation. Da wurde das zum ersten Mal aufgeweckt, kann man sagen. Aber selbst hier, diese Häuser, ja, wie gesagt, das sind alles erst in den 60er Jahren entstanden. Da war, wenn man da ganz alte Bilder sich anschaut, dann sieht man, da war nichts. Hinten die Reihenhäuser, das ist ja erst, ich glaube, in den 90er Jahren entstanden, wenn überhaupt. Ja. Und diese lange Gerade hat aber noch einen zweiten Namen. Wir kennen es als Kellergasse. Weil ein Berufsstand hat sich hier diese Gerade diese gerade Straße zunutze gemacht. Die Seiler. Die Seiler haben hier mit Hanf, das kam natürlich von oben, vom Waldviertel, die Seile gedreht. Ja? Wir haben hier in Stein bis zu 700 Meter lange Seile gemacht. Das waren Familienbetriebe. Ja? Und das hat Frau und der Mann gemeinsam gedreht. Einer ist immer gegangen, hat das immer gedreht. Ja? Von einem Faden so drei Fäden und so weiter. Wir haben 24 Schillingfäden gemacht, das waren 7,5 Meter dicke Seile. So, da gehen wir jetzt mal ein Stückchen entlang. Hier drüben ist noch ein Stadttor. Das ist das neue Tor. Wir haben sehr viele Stadttore hier gehabt in Stein. Wir haben das Kremser Tor, das Wiedner Tor, das neue Tor. Ja? Neutor, Neusiedeltor, Rebentor haben wir. Ah, Rebentor. Das Reischbachtor, das Linzer Tor, das Traubentor noch, das Sonnentor. Wir kommen auf ca. ein Dutzend Stadttore. Das ist in Krems nicht notwendig. Krems ist so schön rechteckig gewesen von der Lage. Da konnte man mit vier klassischen Stadttoren diese Hauptdurchzugsstraßen regulieren. Stein
hat eine andere Geschichte. So, und jetzt sind wir da beim Steiner Felsen. Ihr seht da schon den Felsen. Der Name von Stein ist aufgrund dieses Unterbaus. Die erste Siedlung war hier oben, was der Frauenberg ist, oder die Altenburg. Ja? Da herunten war keiner. Erstens war immer Hochwassergefahr. Ja? Und zweitens, man hat nicht so den Überblick. Jetzt wächst aber Stein, damals zu einer sehr wichtigen Handelsstadt. Ich rede jetzt wirklich schon im 10. Jahrhundert. Ja? Der Flusslauf gibt unser Leben. Das ist diese Seele. Ja? Gut. Und dann kommt natürlich der Input von Bayern, ja, von Schwaben drüben, die, oder Passau, ja, die besiedeln. Passauhof kennt man viele. Ja? Und die suchen sich Gebiete. Ja? Und wie die Göttweger natürlich ganz rasch begreifen, der Flusslauf ist Leben, der Flusslauf ist Wirtschaft, wir brauchen einen Wirtschaftshof. Da herum haben sie keinen Platz mehr. Und drum sind die im 11. Jahrhundert, dass die ganz unten prominent, wo der Ausstreifplatz war, eigentlich da, wo die Galerie steht, ja, da, wo die Auswaschung war, da wollen sie in die Nähe, damit die Fasseln, die da zum Verkauf kommen, ja, nicht so weit gerollt werden mussten. Und daher ist unten auch so eine starke Bemauerung und dass die Stadttore zugesperrt worden sind. Weil die sind im Prinzip im 11. Jahrhundert weit weg von dem Platz. Es vergehen wieder 100 Jahre. Ja? Die Städte explodieren. Na welche? Ne? Linz explodiert, die Residenzstadt in Wien explodiert. Ja? Melk wächst ein bisschen. All die Städte, die entlang der Donau sind. So, wer wird aufmerksam auf solche Städte? Die Klöster. Und wenn sich da umdreht, die größte Kirche in Stein ist Minoritenkirchen. Nicht Nikolauskirchen und auch nicht die Frauenbergkirche. Die Frauenbergkirche ist eine der ältesten. Das war unsere Pfarrkirche. Ja. Und parallel geht man aber hinunter. Das war damals ganz üblich, dass man eine zweite Kirche gebaut hat. Aber die Minoriten haben gespitzt, dass sie hierher kommen. Warum? Weil die Leute nicht mehr in die Kirche gegangen sind. Ja, warum? Weil die haben auf Latein gepredigt. Wen interessiert denn das? 3-4 Stunden in der Kirche stehen und man versteht nichts. Das heißt, man braucht in der Kirche eine neue Bewegung und diese Bettelorden entwickeln sich. Das sind die Minoriten, die Franziskaner, Dominikaner. Und die schauen, dass sie in die wichtigen Handelsstädte kommen und dort das Wort Gottes vermitteln können. Und daher haben wir fast eine zeitgleiche Beginn, die Dominikaner in Gremsunden und die Minoriten hier. Und das ist nur eine Platznot. Sonst würden die wahrscheinlich lieber da oben in der Stadtmauer drinnen sein. Aber weil ja die Göttweger schon unten den prominenten Platz gehabt haben, eigentlich zur Ausbuchtung, wo der Hafen war, schließen sich da die Minoriten an. Und ihr wisst, wie groß diese Minoritenkirche ist. Manchmal gibt es Konzerte, Vernissagen, Ausstellungen. Es gibt das Forum Frohner Museum. Im Minoritentrakt sind ja Wohnungen. Das hat ja alles dazugehört. Ja? Und so kommt, dass Stein eigentlich so in die Länge runterwächst. Das ist wohl einer der romantischen Platzeln hier von Stein, gell, der Blick hier zum Frauenberg, das Rebentor, und da sieht man sehr schön, da gab es zwei Einfahrten. Interessanterweise weiß man, es gab noch ein drittes Tor, das ist inwendig beim Heiderhaus. Also ich gehe es nun als Heiderhaus, ja. Die Befestigungsanlage ist über 500 Jahre alt. Ja, wie gesagt, da ging alles weiter. Beim Pichler vorbei, hinunter zum Zug, ja, und beim Reischperbach. So quasi dann haben wir die Altenburg gehabt, ja, und bis zur Donau. Die Donau war mehr oder weniger auch fast ein Hindernis, aber wir haben auch außenwendig natürlich die Stadttore gehabt. Gut, alles ist überbaut worden, überdeckt worden. Aber wie ich immer sage, Armut ist der beste Konservierer. Ist ein Lieblingsspruch von mir. Und wenn man sieht, wo halt die Moderne ein bisschen später hinkommt, dann haben wir solche Ensembles wie da. Und heute ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Ensembles dann erhaltet. Für mich als Nachtwächter war dieser Platz immer ein bisschen eigen. Weil da heraus haben sich eigentlich die Leute nicht gern aufgehalten. Das waren eher die noch Ärmeren, als was ich schon war. Und da gab es den Spruch, dass da heraus die Plumper gewohnt haben.
Daher kommt auch die Steiner Wissens, wir sagen ja Plumpfertor dazu. Ja? Und die Plumper waren offensichtlich Tagesarbeiter. Ja, die konnte man unten bei den Plätzen, die sind halt untertags dann reingegangen, ja, und haben halt ihr Handwerk angeboten, ob sie im Weingarten geholfen haben, in der Keller, Arbeit, was auch immer. Im Jahre 1714 hatten wir in Stein, Krems oder in Europa, das letzte Mal die Pest. Und wir hatten damals einen sehr, sehr guten Bürgermeister. Das war der Jakob Oswald Meiereck, das war sein Nachbar. Ja, Mazzettihaus. Und dieser Bürgermeister damals hat gesagt, gut, der schwarze Tod sucht nochmals unser Land heim, aber dieses Mal werden wir das anders angehen. Nachhin, Vorsicht. Wir werden einen Medikus uns leisten. Einen Medikus aus München. Der hat nämlich Pesterfahrung gehabt. Und war sehr gut angeblich. Und der wurde nach Stein geholt. Und der hat sich das Ganze angeschaut und hat gesagt, gut, hier beim Plumpfertor wird die Peststation gemacht. Wir wissen leider nicht recht viel. Wir wissen, da waren schon die Kelleranlagen. Ich rede vom 1714. Da war noch nirgendwo aufgestockt. Die Keller waren teilweise sogar noch nach hinten gelegt, ja? Teilweise weiter hinten versetzt. Ja? Irgendwo hier beim Plumpfertor war die Peststation. Die Stadttore wurden geschlossen und keiner durfte in die Stadt und keiner durfte die Stadt verlassen. Der Bader von Stein, Spoderbrickl, ist ein Begriff beim Ehmannplatz. Ja? Der Bader musste von Haus zu Haus gehen und schauen, wenn nur irgendwer ein Anzeichen macht, dass er röchelt, hustet, ja? Sich komisch benimmt, ja? Dann musste er hier heraus, ja? Und man hat ihn hier dann, also in der Peststation halt versorgt. Und was noch neu war, dieser Medikus von München hat angeordnet, dass das ganze Gewand von einem Erkrankten verbrannt wird. Und das war neu, weil normalerweise hat man das Gewand ausgeräuchert. Weil Gewand war so teuer und oft hast du als Person oft nur ein Leibgewand gehabt. Ja? Also nicht so einen Kasten voll, wie man es heute so hat. Ne? Und das musste weggenommen werden, wurde verbrannt. Und es wurde per Leibesstrafe eben kontrolliert, ob das so gehandhabt wurde. Und angeblich gab es damals zum ersten Mal keinen Toten in der Stadt Stein. Das Einzige war, dass die Wirtschaft total am Nullpunkt war, weil ja gar keine Schiffsleute hinein durften. Ja? Und es durfte auch nichts hinausgebracht werden. Aber ein Hoch auf unseren Bürgermeister damals, ja? Jakob Oswald Meiereck. Nur, die Menschen haben anders gedacht. Die haben gesagt, na, der Bürgermeister kann das nicht gewesen sein und der Doktor ja auch nicht. Ja? Ich meine das jetzt nicht so, wie es rüberkommt, vielleicht. Ja? Aber die Leute haben gesagt, es kann nur einen geben, der die Stadt geschützt hat, Gott. Ja? Und jetzt gehen wir in die gesicherte Stadt. Gut. Da gibt es ja immer ein bisschen diese Streitfrage, wer war früher? Die Kremser oder die Steiner? Also eins muss ich sagen, das verlieren wir das Spiel. Dokumentiert ist eindeutig Krems früher, 995. Aber es wird wahrscheinlich nie zum Beantworten sein, wo die erste Siedlung war. Weil das geht so viele tausende Jahre zurück und es wird wahrscheinlich ziemlich parallel gewesen sein. Das eine in Krems war die, eigentlich da, wo der Burgplatz ist, der Babenberger Platz. Dort, ja, das ist ein ganz altes Siedlungszentrum zwischen Burggasse und Pulverturm, weil da waren natürlich die Kanten. Ja. Und bei uns, das habe ich jetzt eh schon erwähnt, Altenburg und der Frauenberg. Ja. 1072 haben wir den genannten Ort. Ringmauer 15. Jahrhundert, aber was interessant ist in Stein. Wir haben 1447 die Hauerinnung. Und das ist was ganz besonders Schönes, finde ich, weil er die noch immer existent ist. Und die halten einfach noch ein bisschen das Brauchtum. Und da, wenn wir jetzt da stehen, beim Resch, der Hans, genau, das ist der Vater, die haben noch diese verbrieften Rechte. Und eines der interessanten Sachen war ja früher, wenn man wen mit dem Traubendiebstahl erwischt hat, bei uns, hat es ja diesen berühmten Ruf gegeben, ja, ja, ich sehe das schon, das haben die mit der Türmer gerufen, in Krems, in Stein, das ist bis Weißenkirchen gegangen. Ja. Und wenn man wen erwischt hat, der wirklich sehr viel gestohlen hat, dann wurde dem ein Ohr abgeschnitten.
Das war die Strafe. Ich habe aber noch nie bei uns wem ohne Ohr gesehen. Ja. Nein, ist schon, ne? Aber im Prinzip in diesen verbrieften Rechten wäre das. Heute haltet halt die Hauerinnung hoch, dass Weinberge vielleicht wieder gekriegt werden oder Hirterhütten wieder hergerichtet. Ja? Ganz schön. 1463 bekommen wir die Brücke. Und das war ein Riesentamtam damals, weil der Kaiser Friedrich III. Hatte ja einen Krieg mit seinem Bruder, ja, mit seinem Albrecht. Ja? Und leider Gottes war damals Krieg ein Mittel der Politik. Das muss man leider Gottes traurigerweise sagen. Das war fast ein legitimes Mittel, ja, um seine Macht zu erweitern. Aber gegen einen eigenen Bruder. Er hatte kein Geld, um Krieg zu führen. Er leiht sich 400 Gulden aus. Wo? In der Stadt Krems und Stein. Das ist nämlich interessant. Bei den alten Geschichtsbüchern werden immer beide Städte gleich erwähnt. Auch. Ja, drum bei mir bei den Führungen, wenn ich im alten, von der alten Zeit rede, dann kommt das um. Ja? Und der leiht sich das aus, er gewinnt den Krieg, ist der alleinige Herrscher letztendlich, ja? Und kann das Geld nie zurückzahlen. Na, aber nicht mit uns. Da kann er Kaiser sein, wie er will. Jetzt muss er was sich einfallen lassen. Daher bekommen wir als Dank 1463 dieses Wappen, was ich gezeigt habe. Die Steiner kriegen heute das S rein. Ja? Und dann bekommen wir das Privileg, eine Brücke zu bauen. Wir haben aber noch nie eine Brücke gebaut. Das muss man auch einmal können. Die einzige Brücke, die es damals da gab, im damaligen Land, ja, also Österreich-Ungarn, war in Wien. Über die Donau. Und jetzt müssen wir das einmal bauen. Wie machen wir das? Wir denken nach. In dem Brief steht, das hängt übrigens im Museum bei uns in Krems, gell? Das, der Brief ist da. Man möge schauen, wo es sich am besten so quasi ergibt. Ja? Am Ende der Stadt Krems oder am Ende der Stadt Stein oder dazwischen. Die Hälfte der Gefälle möge der Landesfürst bekommen. Die andere Hälfte kommt der Stadt zugute. Ja? Gut. Ist jetzt nicht ganz wortwörtlich, ja, weil es war komplexer, ja, der ganze Brief. Ja. Und die Gefühle bereiten uns die Bäume vor. Vom Waldviertel kommen die Bäume runter, das weiß man. Wo die Steiner Hauptschule war, die Zahnuniversität, da war dann das Lager für die Hölzer. Und die Steiner bauen so ähnlich, wie es heute noch das Bundesheer macht, ja, wenn so Piloten reinhauen. Ja. Die haben Boote ausgezahlt. Die Donau war ja noch nicht so tief, gefährlich was immer. Ja. Aber da haben sie sich einfach verankert, ja, und verspannt mit dem Ufer, ja, mit Reitstecken und haben versucht, so mit schweren Bäumen, die mit Eisen beschlagen waren, in diesen Donausand hineinzurammen. Und wie die Brücke fertig war, man sieht, da waren ja, also das ist natürlich eine ältere Aufnahme, aber man weiß, man hat 28 Joche gehabt. Das muss man nämlich vorstellen. Wir sind etwa auf einer Länge von 400 Meter. Ja. 28 Joche. Und die Brücken hat so gewackelt, dass alle gelacht haben. Was sagen die Leute? Das ist ja keine Brücke, das ist ja wie ein hölzernes Gatter. Und schaut einmal in so einem, jeder hat von euch wahrscheinlich ein Wachaubuch oder Kremsstein zu Hause liegen. Dann schaut einmal bei Stein. Da steht hölzernes Gatter. Und dieser Begriff haltet bis ins 19. Jahrhundert. Das ist interessant. Das wurde die zweitälteste Brücke in Österreich, eine der wirtschaftlich erfolgreichsten, weil natürlich der böhmische Handel, ja, da hinübergegangen ist. Und dann mit dem venezianischen, man darf das nicht unterschätzen, die Via Sacra hinüber, über St. Pölten, Annaberg, da ist schon was gegangen. Ja. Tirol ist natürlich auch viel über die Säumerpfade gegangen. Aber hier herunten, ja, haben wir diese Brücke, dieser Brücke fast sehr viel zu verdanken. Sie wird nur deswegen hier in Stein gebaut, nicht weil wir lauter geschrien haben, sondern weil ja die Römer in Mottern, die haben ja auch schon Brücken gebaut gehabt. Und die haben schon genau gewusst, wo die Brücken am geschicktesten zum Bauen waren. Weil da gab es ursprünglich noch eine Insel. Und die haben nicht gleich die ganze Länge überbrücken müssen, sondern da war halt ein Stück, dann war eine Insel, die ist ja später alles ausgekommen. Und dann haben sie noch ein Stück gehabt. Hölzernes Gatter, bis zum Schluss. Ja?
Aber ich erzähle euch dann noch später was von dem, von der Brücke, ist ganz interessant. Aber wenn man sich es einmal so anschaut, dann ist das eigentlich sehr hübsch und sehr schön gelungen. Ich finde das, gerade dieses Nostalgische hier, sehr passend. Ich muss sagen, das passt hier mit der alten Stadtmauer. Und romantischer könnte es nicht sein. Ja. Die Steine waren ja immer Rabocken. Der Türmer hat immer zu nächtlicher Stunde gesehen, dass die Leute doch noch beim Heurigen irgendwo waren. Und hat immer prophylaktisch gerufen. Wart, ich sehe dich schon! Genauso wie beim Rebendiebstahl. Angeblich hat er das gerufen und die Leute in Stein haben es immer so gerissen. Ja? Und er sagt, oh gut, jetzt hat er gesehen, dass ich noch fort war. Und schnell sind die Leute heimgegangen. Aber jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die erzähle ich euch vorne bei der Brücke. Weil mit dem Spruch hat er auch einmal ein Leben gerettet. Gehen wir da durch. Das ist ein wunderschöner Platz hier. Das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsplätze hier. Man sieht hier oben, das ist jetzt der Balkon vom Türmer. Der Herr Strasser ist ja viel früher gestorben. An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Und als Kind, ich war schon dann oben des Öfteren. Früher ist das noch einfacher gegangen. Heute ist der Turm nicht zugänglich. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder mehr möglich ist. Das ist der einzige Turm übrigens, der einen Rauchfang hat. Das war mir eine Quizfrage im Radio. Der Josef Wichner, dieser Historiker, schreibt: Der Nachtwächter vor über 100 Jahren ging wieder mal raus auf seinen Balkon und rief: Ja, ja, ich sehe dich schon. Das muss man sich mal vorstellen, wir haben keine Autos damals gehabt. Ja? Es hat Wert gehört. Und in dem Moment saß damals ein liebeskranker junger Ungar auf der Holzbrücke in Stein. Und der ruft, und den hat es gerissen, der wollte sich das Leben nehmen, weil eine Leugnerin hat ihn nicht erhört. Warum wissen wir die Geschichte? Weil der ist dann nicht gesprungen in der Nacht, ist dann nach Hause irgendwie und hat sich dann halt irgendwie verfangen. Und hat dann offensichtlich geheiratet und war dann sehr, sehr glücklich. Und er bedankt sich später bei dem Nachtwächter in Stein bei dem Brief, dass er das gerufen hat. Und darum wissen wir diese Geschichte, überliefert von dem Josef Wichner. Finde ich eigentlich sehr hübsch. Wir sehen jetzt circa 2/3 der Stadt. Ja? Von der Seite, wenn man drüben stehen würde, würde man circa 1/3 sehen. Von der Länge übrigens, ja? Linzer Tor und Kremser Tor, 1 Kilometer. Ich habe mir das einmal zum Spaß ausgemessen. Ja? Steiner Tor und Wiener Tor ist um eine Spur kürzer. Nicht viel. Aber Krems ist größer geworden, weil die Fläche da war. Weil wir haben da hinten den Berg und da haben wir das Wasser gehabt. Ja? Also daher ist das nicht ganz anders gegangen. So, das ist für mich auch so ein romantisches Ensemble da. Der Aufgang da zur Wettbacherin. Ne? Das Vorhaus ist ein Hammer. Es ist einfach so idyllisch da. Hier der Felsenbrunnen, das war früher Schöpfbrunnen. Und später hat man das Brunnenhaus gemacht. Übrigens, die Steiner haben bei den Epidemien um eine Spur, wie soll man denn sagen, Krems, wenn eine Krankheit ausgebrochen ist, war es in Krems immer gleich und heftig und intensiv. Ihr habt viel mehr Friedhöfe innerstädtisch gehabt. Um die Pieristenkirche, um die Stadtpfarrkirchen, um die Dominikanerkirchen. Wir haben hier kleinere Friedhöfe gehabt, wohl auch da herum, aber das ist dann so lange nicht mehr verwendet worden. Das heißt, das spielt gar keine Rolle mehr. Und unten, ja, das Wasser, was wir hereinbekommen haben, das war so gefiltert, dass das eigentlich relativ mehr oder weniger ganz okay war. Ja. Aber meistens war es besser, wenn man Bier getrunken hat oder einen Wein. Immer schon eine kluge Weisheit gewesen. Das Brunnenhaus, Frage, das ist jetzt letztes Jahr hergerichtet worden, sehr vorbildlich übrigens, ja, weil das war ein Schülerprojekt. Und die haben das wirklich so mit den Dachschindeln gemacht, wie es gehört. Es ist dreilagig. Wie viele Dachschindeln, glaubt ihr, haben die gebraucht?
Nur für dieses kleine Fleckerl da. Also ich war damals am Schluss da, wie sie gerade so das Ende gemacht haben, da war der Lehrer da, ja. 2700 haben sie mir gesagt, ja. Und jetzt denke ich mir, Wahnsinn, dreilagig, 2700, boah, ja. Man sieht es jetzt nicht, weil es so dunkel ist, aber auch unser schöner Frauenbergturm, ja, der hat nur Holzschindeln. Jetzt sind wir natürlich hier unten. Das ist ein ganz anderes Stadtbild und trotzdem eher großstädtisch auf einmal. Die großen Häuser, man sieht, das sind herrschaftliche Häuser gewesen. Das hat sich ein Großgrundbesitzer leisten können. Da waren halt auch oft einmal 3-4 Familien untergebracht, wo man halt damals im Verbund gelebt hat, überall heute die Wohnungen hat. Ja. Früher war hier überall alles geschlossen. Und der Nepomuk ist ja interessanterweise, der dreht sich hier hinaus, ja, auf diese Straße. Der Nepomuk ist ja eigentlich ein Schutzpatron für die Schiffsleute. Es hat zwei Gründe, warum man da hereinschaut. Ursprünglich war der noch nicht in so einer Balustrade drinnen, sondern es war ein ganz kleiner Sockel nur. Und zweitens hat es ja da draußen keine Straßen gegeben, sondern eine Mauer. Die Leute konnten gar nicht hinschauen. Und daher hat man dem Reisenden hier den Blick zum Nepomuk offen gehalten. Ja, das ist eigentlich der Grund. Wenn ihr diese Scheiben seht, ja, auch da drüben, dann ist es meistens ein Ehemannbau. Der Ehemann ist einer der größten Bauherren gewesen bei uns in Stein. Der Ehemannplatz beim Belloni oben, das ist ein Begriff. Ja. Und der hat im 18. Jahrhundert eine gut gehende, wie sagen wir, eine Baufirma gehabt. Ne? Mit ca. 50 Mitarbeitern, das musst du mal bewerkstelligen. Ja? Und sein Touch war immer diese Scheibe. Wenn man mit offenen Augen durch Stein geht, sieht man das manchmal. Ja? Da sagen wir eben. Und die einzige Kirche, die er je gebaut hat, das ist unsere Gelöbniskirche. Maria Langeck. Das Rathaus, das war, wir haben mehrere Rathäuser gehabt. Wenn man durch die Stadt dort durchgegangen ist, linker Hand, das Haus beim Köchelplatz, da steht auch früheres Rathaus. Das war mal früher, das ist ein mittelalterliches. Im 18. Jahrhundert haben wir das blitzeblanke neu gebaut. Ehmann und der Martin Johann Schmidt, der Kremser Schmidt. So, jetzt sind wir noch am Schluss hier beim Schürerplatz. Früher war das der Sonnenplatz, gell? Darum heißt ja da beim Triefader noch Gasthof zur goldenen Sonne. Da war die Mauer durch, da drüben war das Sonnentor, das war auch ein Stadttor, das ist alles weggekommen. Das große Aufbrechen der Stadtmauern begann wirklich so um 1820, 30. Es hat keinen Sinn mehr gehabt, die Stadttore zu schließen, weil die Bevölkerungsexplosion war überall schon so heftig, dass die Häuser außen dran gebaut worden sind. Und deswegen war dann irgendwann einmal das Ganze eigentlich nicht mehr sinnvoll. Ja? Und nur mal die Namen, die erinnern uns teilweise noch daran. Gut, von dem schlauen Bürgermeister habe ich euch erzählt. Das ist hier das Haus gewesen vom Jakob Oswald Meiereck. Später ist es bekannt geworden als Mazzetti-Haus. Es war ein Seifensieder, ein hochrangiger Mensch hier in der Stadt. Das Mauthaus, ja, der Eitzingerhof, ein Gemischtwarenhändler. Die Apotheke kam sehr spät nach Stein. Gell? Die kämpften hier lange, bis 1836. Es durften nur die Kremser haben. Das war nicht immer alles so einfach. Er sagt immer, na, früher haben sie es leichter gehabt. Auch nicht. Jede Zeit hat halt seine Hürden. Ja? Da war die Postkutschenstelle. Aber eins muss man sagen, das war über Jahrhunderte hier der wichtigste Platz, wo die reichsten Leute gewohnt haben. Weil Mauthaus und Bürgermeister ist natürlich ganz witzig. Und zum Schluss noch einen Josef Wichner und dann gebe ich das Wort wieder an den Chef. Ich habe ja ganz was Wichtiges vergessen zu zeigen. Nein, Entschuldigung, ich muss euch da noch unbedingt was zeigen. Wer nächtens ein Feuer legt
und meint, es bliebe unentdeckt, der denkt nur an das Weltgericht. Doch an die Augen Gottes nicht. Also die Sprüche, diese Stundenrufe waren immer sehr, sehr religiös, ja? Weil natürlich mit Gottes Hilfe hast du auch die Nachtwache besser durchgebracht. Aber ganz kurz, gebt mir eine Minute, weil das seht sonst nicht. Ich habe eine richtige historische Nachtwächteruhr mit. Seht ihr das die ganze Zeit schon? Das mache ich ja nur in Stein. Das ist ein, das hat 1,5 Kilo, das Ding. Wurde erfunden im 19. Jahrhundert von einem gewissen Josef Bürk. Weil der hat sich immer so geärgert, dass die Nachtwächter gerufen haben und gesungen haben. Und er hat sich gedacht, das muss doch anders auch gehen. Und wir haben damals einen Schlüssel bekommen, diese Uhr. Und diese, ich lasse mal mit Matthias hin, aber bitte nicht fallen lassen. Das ist nämlich eher ein Sprengsatz, so ich fliege jetzt in die Mitte. Ja. Nein. Wie sagt man doch, wenn man solche Freunde hat wie ich manchmal, braucht man keine Feinde mehr. Also, das ist sehr schwer, wirklich schwer. Können Sie es dann ruhig anschauen, aber... Ich bekam einen Schlüssel, ja, und mit dem musste ich dann zu jeder vollen Stunde eine Drehung machen. Das hat einen Grund. Da drinnen ist nämlich... Ne? Ja genau, so eine Stechuhr. Der Depp hat sie erfunden. Ne? Die ist nur 70 Jahre alt, die Uhr. Ich habe aber wirklich eine Original Josef Bürk auch zu Hause, weil ich jetzt ein bisschen so eine Affinität für das Ganze bekommen habe. Da ist eine Art Schreibmaschine eingebaut. Man sieht das Bandel. Und zu jeder vollen Stunde habe ich dann natürlich hier, wo ist mehr oder weniger, hier eine Umdrehung gemacht. Und es hat sich die Zeit eine... weil da ist das blaue Bandel. Und hier auf dem Schlüssel ist eine Nummer. Ich bin hier die Nummer 28. Ja, als Nachtwächter bekam ich dann so eine Referenznummer. Aber wir waren ja nicht dumm. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Ich bin mit der Uhr einfach zum Resch zum Heiligen gegangen. Oder zum Bichler. Ist ja wurscht. Und bin drin gesessen zu jeder Stunde, wo ich Glocken gelernt habe, habe ich einfach umgedreht. Ja, genau. Die Leute sind uns aber natürlich auch auf die Schliche gekommen, weil sonst hätte ich ja kein Sold bekommen oder Lebensmittel. Daher wurden dann später diese Nachtwächteruhren eingebaut. Und wir haben nur mit den Schlüssel bekommen. Und bin gegangen und habe so meine Umdrehung gemacht. Das ist der Beginn von den Stechuhren. Josef Bürk kommt auch aus der Nachtwächterei. So. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch nicht überstrapaziert. Und ich gebe das Wort an den Gruppenleiter. Danke. Ich habe es gesehen, jetzt hat man wieder was erfahren, was Neues. Es freut mich, dass ihr alle teilgenommen habt. Ich hoffe, wir werden das nächstes Jahr wieder machen. Christine, die, jetzt darf ich wieder Christine sagen. Ja. Die will nicht ohne irgendwas gehen lassen, das Süßes, was Saures oder was Scharfes. Ich darf da ein kleines Präsent übergeben. Alles? Ja, alles. Oh, super. Im Namen des ÖAB Stadt Krems. Ja, danke. Und ich hoffe, wir können dich wieder mal gewinnen zu einer Führung. Ja, gerne. Das ist danke. Aber sehr lieb, sehr lieb. Und das mag ich ja gar nicht. Ah, nee, oder doch. Nein, danke. Für euch bitte netter Vorrenner. Wir haben da noch was aufgebaut ein bisschen. Es gibt Getränke, es gibt alkoholfrei oder Wein oder sonst was. Brötchen gibt es auch noch. Und hat's. Wer will jetzt noch kurz das, was sich da herstellt, und wir machen schnell Gruppenfrüdel an, dass man wisst, dass da was. Ja.